Ja, hoffentlich. Das hofft auch die Wirtschaft, die ja auch sehr stark bedroht ist durch die Corona-Krise. Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen sind in Gefahr. Von der Regierung wurden deshalb Milliardenhilfen beschlossen. Was aber machen gemeinnützige Organisationen, kleine Initiativen im Kiez, Anlaufstellen für Suchtkranke oder auch Suppenküchen für Obdachlose? In Berlin haben Privatspendende und Unternehmen zusammen einen Hilfsfonds gegründet. Sie glauben, jeder kann einen Beitrag leisten, um in Not geratene Helfer zu unterstützen. Stefanie Gargosch berichtet. Ein Kiezcafé in Berlin-Wedding, Dock Nord. Anlaufstelle für Süchtige. Im Lockdown im März mussten auch sie schließen. Alle Einnahmen brachen weg. Sie standen vor dem Aus. Wir haben erst mal ohne finanziellen Mittel dagestanden. Wie zahlen wir jetzt die Miete? Wo kommen die Gelder dafür rein für die Umkosten? Ja, das war erst mal das größte Problem. Die rettende Idee, Essen zum Mitnehmen, die Stelle des Koches finanziert aus Spenden. Seine Kreation inzwischen sehr gefragt. Wir haben richtig Stammkunden. Wir haben schon wirklich Leute, die bestellen. Mit Vorbestellungen machen wir schon. Die rufen hier an und melden sich und sagen, die möchten an den Tag da 2 Portionen oder 3 Portionen. Okay. Mit dem Verkauf durchschifft die Anlaufstelle für Suchtkranke nun die Pandemie. Gibt es noch mal Kekse irgendwann? Kekse ist gerade in der Mache. Die sind gerade am Backen. Ne? Ab morgen wieder? Ab morgen wieder, ja. Und auch die Beratungen bieten sie wieder an. Ist wichtig. Weil vergessen ist immer ganz schnell. Und die Einbildung, ich habe alles im Griff, ist auch ganz schnell. Und wir haben es nicht im Griff. Organisiert hat das kleine Wunder das gemeinnützige Beratungs- und Analysehaus Fineo. Auf der einen Seite sprechen sie Spender an, Firmen und Einzelpersonen. Auf der anderen Seite durchleuchten sie die bedürftigen Organisationen. Wir gucken uns in der Regel 2 Dimensionen an. Einmal die Leistungsfähigkeit einer Organisation, also wie transparent ist die, wie schlank ist sie aufgestellt. Und zum anderen gucken wir uns an, wie wirkungsvoll ist die. Das heißt also, was kommt wirklich bei der Zielgruppe an? 500.000 Euro kamen so für die Hilfen in Corona-Zeiten zusammen. Yvonne Zwick wollte eben möglichst zielgerichtet denen helfen, die wertvolle soziale Arbeit leisten. Meine Wahrnehmung war, dass sowohl in der Nachbarschaft, aber auch in unserer Stadt halt ganz viel im Moment so runterfährt, auch im ersten Lockdown. Und dass es eben teilweise auch an die Existenz tatsächlich ging von kleinen, total überzeugenden Initiativen, die eben keine öffentliche Institutionen im Rücken haben, wie beispielsweise die Kirchen oder die großen Verbände und Vereine. So besteht auch noch Hoffnung für das Dialoghaus in Hamburg. Seit 20 Jahren arbeitet Manuela Küchenmeister hier als blinde Führerin. Seit März ist das Haus zu. Für Manuela ein wichtiger Anker. Ich vermisse schon, eine Aufgabe zu haben, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, was für einen Kopf zu haben und meine Kollegen zu treffen. Im Dialoghaus können Menschen normalerweise erfahren, wie es ist, blind zu sein. Dazu führt sie Besucher durch 400 Quadratmeter Dunkelheit. Dass dies nach der Pandemie wieder so sein könnte, ermöglichen viele Spenden. Die Situation ist, wenn man es wirklich mal ganz scharf formuliert, ist sie einfach brenzlig. Ohne die finanziellen Hilfen könnten wir einfach schon längst nicht mehr existieren. In Not geratene Helfer unterstützen. Auch Firmen wie Fineo sorgen dafür, dass Spenden wirkungsvolle Projekte erreichen.